Moin Moin und herzlich herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir müssen mit Joffrey reden, der hier irgendwo ist, am Rumgeistern. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr. Da, Joffrey, steh auf. Wir müssen mit dir reden. Ich hoffe, Martin weiß, was er mit diesem üblen Buch tut. Wenn er nicht vorsichtig damit umgeht, kann ihm einiges zustoßen. Ja, was weißt du über die Spionin Bruma? Ah ja, ich hoffe, ihr könnt behilflich sein. Die Wachen am Tor haben gemeldet, dass sie in den letzten paar Nächten Fremde in den Straßen gesehen haben. Ich kann den Wolkenherrscher-Tempel nicht ohne Verteidigung zurücklassen, während meine Leute das gesamte Gebirge absuchen. Aber diese Spione müssen ausgelöscht werden. Okay, ich werde diese Spione ausfindig machen. Hab Dank. Redet mit Stefan. Er kann euch sagen, wo er sie gesehen hat. Auch Hauptmann Burt kann euch vielleicht helfen. Ich habe die Gräfin gebeten, die Wachen anzuweisen, nach Fremden Ausschau zu halten. Spürt die Spione auf und tötet sie. Findet nach Möglichkeit heraus, was sie wissen und was sie geplant haben. Alles klar. Machen wir. Ich verlasse mich auf euch, dass ihr diese Spione beseitigt. Stefan? Was kann ich für euch tun, Herr? Was wisst ihr über die Spione? Wir sehen sie immer in der Dämmerung in der Nähe des Runensteins. Sie sind nicht sonderlich vertraut mit den Wäldern. Aber Großmeister Joffrey hat uns verboten, uns zu weit von den Mauern zu entfernen. Aber es sieht so aus, als hättet ihr die Freiheit, den Feind anzugreifen, die wir alle uns so sehr wünschen. Viel Glück. Wir werden den Kaiser hier wohl behüten. Habt keine Sorge. Okay. Behaltet ein treues Herz und ein waches Auge. Ah, die Klingenausrüstung ist leider nicht stark genug. So, und mit wem noch? Unten bei Bruma müssen wir mit jemandem reden. Und dann Spione ausfindig machen in Bruma. Was die wohl vorhaben? Irgendwie finde ich das aber, um auf die vorletzte Folge nochmal zurückzukommen. Schade, dass Manimako so... Warte mal. Da? Das hier so? Dass Manimako von uns gegangen ist. Wurmholz. Hestra Runenstein. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr seine heraufbeschworene Waffenrüstung? Ja. Okay, kriegt die Armschienen und den Dolch. Okay, aber immer bei Dämmerung hieß es, ne? So, Stefan sagte mir, dass die verdächtigen Fremden auf der Straße zum Wolkenherrscher-Tempel gesehen wurden. Normalerweise bei Abenddämmerung in der Nähe des Grenzsteins. Spione der mythischen Morgenröte sind, die ihren Stützpunkt in Bruma haben. Er war der Ansicht, dass Hauptmann Burt von der Bruma wacht. Okay, Hauptmann Burt. Dem müssen wir noch reden. Wenn wir den überhaupt finden. Aber ich kann auch die Sachen, die ich jetzt eingesammelt hatte, nochmal verkaufen gehen. Wie spät haben wir es? 7.12 Uhr. Okay, dann wird es noch nicht offen haben. Wie ist das? Schützen und dienen. Das ist unsere Aufgabe. Ich fremde in der Stadt. Nicht solange ich Wache halte. Aber Hauptmann Burt wird das ganz bestimmt wissen. Wir alle erstatten ihm Bericht. Okay, wo finde ich Hauptmann Burt? Vielleicht in der großen Halle? Bei den neuen Göttlichen, ihr seid der Großmeister der Arena.
Seid gegrüßt, mein Herr. Der Kapelle in Koroll verschwunden. Ah, Burt. Ich bin Hauptmann Burt, Kommandeur der Stadtwache von Brumar. Ja, was willst du über die Spione? Außer Jeal, die von einer Reise in den Süden zurückgekommen ist, war hier alles ruhig. Aufgrund dieser Oblivion-Krise gibt es jetzt nicht mehr viele Reisende. Ich habe meine Leute angewiesen, aufs Schärfste Ausschau zu halten. Aber ich habe noch nichts von Fremden in der Stadt gehört. Wie steht's mit euch? Irgendetwas Verdächtiges gefunden? Es gibt nichts Interessantes zu berichten. In Ordnung. Wenn ich etwas für euch tun kann, sagt mir einfach Bescheid. Okay, schön, euch zu sehen. Also, wir müssen jetzt bis zur Abenddämmerung warten. Und es hat schön automatisch gespeichert, da freue ich mich. Sieh sich einer diese Muskeln an. Dankeschön. So, Hammer und Axt. Warten wir mal eine Stunde. Ein geselter Akrobat. Ja, okay. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ich hoffe, ihr nehmt auch Sieht alles Sieht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. So. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Löwenklauenhandschuhe. Makellose Perle darf er haben. Und den Topaz. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ah, warte. Kommen wir zum Geschäft. Er hat doch sicher hier, Nee, bei ihm war das nicht. Auf Wiedersehen. Möbel für unser Heim. Oder wo konnte ich das kaufen? Da? Nee. Da vielleicht? Hi. Ist auch eine Taverne. Hier vielleicht. Nova Roma. Jederzeit. Was kann ich für euch tun? Nichts. Lebt wohl. Ja. Zurotan. Kommen wir zum Geschäft. Erstmal gucken, ob ich ihm noch irgendwas andrehen kann. Hier, die Dinger. Der Absorption. Befragung. Das Ding. Edelstein besetzt das Amulett. Gold-Diamant-Ring kann weg. Großer Ring der Klinge. Kapuze des Erzmagiers. Löwenklauenhandschuh. Ring der Khajiit behalten wir. Schockschild. Kann weg. So, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Doch, warte mal. Eines der Bücher. Die Dinger brauchen wir ja nicht mehr. Ihr seid. Die haben wir schon durchgelesen. So, Affenhose. Hier, die Dinger. Ich hätte... Ich hätte es euch... So. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ich habe für mein Haus und Bruma alles gekauft, das Nilavern im Angebot hatte. Auch ihr. Das will ich mir jetzt ansehen. Bitte, nur eine einzige Münze. Wie geht's? Wie jetzt unser Haus hier in Bruma aussieht. Sieht schon eigentlich viel ansehnlicher aus. Frag mich eigentlich jetzt, wo unser Fan bleibt. Was war das jetzt gerade?
Haben wir ein Zaubergebiet? Wo ist denn jetzt eigentlich unser Fan? Oder Verehrer? Der war schon sehr lange nicht mehr da. Oder hatten wir den weggeschickt? Ich hoffe, ich habe ihn nicht weggeschickt. Platz haben wir jetzt im Inventar? Hier. 311 wieder. Hä? Wo führt denn das Pfeil jetzt hin? Nach da hinten? Warum nach da hinten? Ist da auch noch ein Tor? Tatsächlich. Ha! Vorne ist auch noch ein Tor. Hä? Jars Haus? Die Zeit der Reinigung ist nah. Die Zeit der Reinigung ist nah. Nur die Auserwählten werden die Reinigung. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Dann zahlt mit deinem Blut. Erstmal widersetzen. Der Agent der mythischen Morgenröte namens Sevari Faran ist tot. Ich sollte weiter nach anderen Spionen suchen, ihre Basis in Blume ausfindig machen. Das Paradies. Der Agent der mythischen Morgenröte namens Jal ist tot. Ich sollte meine Suche nach weiteren Spionen fortsetzen und ihre Stützpunkte in Blume ausfindig machen. Achso, ich liege. Was ist los? Werdet ihr müde? Zeigt mir, was ihr da habt. Da, ich bin hier noch nicht fertig, oder wie? Okay, hier gibt's nichts. Zeigt mir, was ihr da habt. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Da ist er ja. Ich rede gerade von ihm und schon. Nehmt das. Ihr hättet die Strafe bezahlen mehr sollen. Mehr könnt ihr also nicht. Ihr hättet mehr die Strafe also bezahlen nicht. Sollen. Ihr werdet mich nie besiegen. Er wird verprügelt. Und jetzt fallt um und verblutet. Hey. Ihr werdet mich nie besiegen. Er wird verprügelt und... Und wer bist du jetzt? Ich bin Regner. Wollt ihr etwas? Dann sprecht mit Edla. Sie ist für alles zuständig. Joltopic? Es heißt, sie ist gerade von einer Reise in den Süden zurück. Ich selbst habe sie allerdings noch nicht wieder gesehen. Bleibt wohl den ganzen Tag drinnen. Okay, Fremde in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste. Die Leute bleiben meist zu Hause bei all den Gefahren in der Welt. Wiedersehen. Okay, Regner, was... Du hast Schlüssel, Vorrats... Ich
Ich habe einen Schlüssel mit der Bezeichnung Kellerschlüssel gefunden. Vielleicht hilft mir dieser Hinweis, die Basis eines Agenten der mythischen Morgoth in Bruma aufzustöbern. Vorratskeller. Gibt's hier einen Keller irgendwo? Wo ist er jetzt hingerannt? Wo rennt er jetzt hin? Hier ist irgendwo ein Vorratskeller. Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Ja, eine Massage hätte ich gerne. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. So, es wäre schön, wenn du eine Fackel halten würdest oder so. Warte mal. Ach, Schlüssel. Ich hab Schlüssel. Ah, hier. Türgatter mit Schlüssel für den Vorratskeller. Gibt's hier sonst noch was? Mythisch Morgenröte. Okay, das Buch wieder. Hier, Jarls Befehle. Ich habe in Jarls Keller ein Dokument gefunden, das die feindlichen Pläne verrät. Sollte Joffrey dieses Dokument umgehend zeigen. Jarl, der Meister war sehr erfreut, von eurer Tätigkeit vor Koroll zu hören. Je mehr Tore wir öffnen, desto schneller nähern wir uns dem Ziel der ruhmvollen Säuberung. Die öffnen die Tore. Der Meister hat euch und Saveri für eine äußerst wichtige Mission auserkoren. Ein Zeichen eures Aufstiegs in den Reihen der Auserwählten. Wir haben erfahren, dass der Erbe des Hauses Septim im Wolkenherrschtempel dem Lager der verfluchten Klingen Zuflucht gefunden hat. Der Meister hat seine Vernichtung zur vordringlichsten Aufgabe des Ordens gemacht und Lord Dagon stellt alle dazu erforderlichen Mittel bereit. In Erwartung eures Berichtes über die Bewegungen des Septim innerhalb des Wolkenherrschertempels sowie eurer Beurteilung der Verteidigung des Tempels und möglicher Fluchtwege beabsichtigen wir, sobald wie möglich ein großes Tor auf dem offenen Gelände vor Bruma zu öffnen. Denkt daran, die ersten drei geringeren Tore stellen nur die einleitenden Stufen der Öffnung des großen Tors dar. Legt auf keinen Fall eure Deckung bloß, nur um diese Tore zu schützen. Weitere lassen sich schnell und leicht wieder öffnen. Und sobald das große Tor geöffnet wird, ist der Fall von Bruma besiegelt. Der Wolkenherrschertempel kann danach nicht lange standhalten und der Septim wird wie eine Ratte in der Falle sitzen. Wir würden weitere Einzelheiten über den kaiserlichen Agenten, der Martin in Quatsch gerettet hat, sehr begrüßen, aber seid nochmals gewarnt, riskiert keine Konfrontation. Dieses Individuum darf nicht unterschätzt werden. Die Morgenröte bricht an. Bruma Cameron. Camoran. Hier sind noch weitere Höhlen. Achso, nur Ratten. Die Geralberge? Wo führt das dahin? Hier war nur eine Ratte. Ihr habt gefunden Bruma-Höhlen.
Warte mal. Okay, ich sehe hier gerade keine Tore. Das ist das einzige Tor in der unmittelbaren Umgebung. Und dann soll hier noch ein großes Tor gemacht werden. Sowas wie ein Quatsch. Das war auch ein großes Tor. Ui, da vielleicht einmal kurz speichern. Ich höre hier irgendwo irgendwen. Da. Okay, der hat meine Verteidigung nicht überlebt. Den Block mit dem Schild. Okay, es waren aber nur dann zwei Spione. Und die wissen von Martin Bescheid, der hier noch ist. So. Suchen wir mal Joffrey. Was habt ihr über die Spione erfahren? Ich zeig dir das mal. Hervorragende Arbeit. Ich wusste, ich könnte auf euch zählen. Ganz gleich, was ihr denkt. Die Götter haben euch nicht ohne Grund zu ihrem Gesandten gemacht. Aber es ist klar, dass Mankaka Moran schon bald alle seine Kräfte gegen Bruma führen wird. Ich werde die Gräfin vor der Gefahr warnen. Ihr solltet mit Martin reden. Ich glaube, er hat neue Erkenntnisse über das Mysterium Xarxes gewonnen. Okay, reden wir mal mit Martin. Ich werde die Gräfin sofort über die Gefahr unterrichten, in der Bruma schwebt. Ihr solltet mit Martin über seine Fortschritte bezüglich des Mysteriums Xarxes sprechen. Ja, das machen wir. Ich habe einen Teil des Rituals entschlüsselt, mit dem ein Portal zu Kamorans Paradies geöffnet werden kann. Im Mysterium Xarxes werden vier Dinge erwähnt, die für das Ritual gebraucht werden. Aber bislang habe ich nur eines davon entschlüsseln können, das Blut eines Dedra-Fürsten. Es ist bekannt, dass Dedra-Artefakte häufig aus dem Wesen eines Dedra-Fürsten gebildet werden, woraus sie ihre großen Kräfte ziehen. Nicht gerade einfach zu beschaffen. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Dedra-Artefakt in die Hand bekommen. Bringt es zu mir, sobald ihr es geschafft habt. Ein Dedra-Artefakt? Ich werde erst gar nicht fragen, was ihr auf der Suche danach durchgemacht habt. Ich kenne die Verderbtheit der Fürsten von Oblivion nur zu gut. Seid ihr bereit, mir das Artefakt zu geben? Denkt daran. Beim Ritual wird seine physische Form verzehrt. Es wird viele Jahre lang in Tamriel nicht mehr gesehen werden. Ich bin nicht bereit, nein, ich bin noch nicht bereit. Wie ihr wünscht. Meine Vorbereitungen auf das Ritual hängen vom verwendeten Artefakt ab. Deshalb brauche ich es so schnell wie irgend möglich. Wegen des Mysterium Xarxes. Ich habe herausgefunden, dass das Mysterium Xarxes sowohl das Tor als auch der Schlüssel zum Paradies von Kamoran ist. In einem gewissen Sinne ist das Buch selbst das Paradies von Kamoran. Mankaka Moran hat sich selbst an das Mysterium Xarxes gebunden, als er durch finstere Rituale, auf die ich nicht näher eingehen will, sein Paradies erschuf. Ein Tor kann aber auch von außen geöffnet werden. Das wird schwieriger sein, da ich mich vorübergehend selbst an das Buch binden muss. Doch ich glaube, es ist durchführbar. Ich werde weiter daran arbeiten, die geheimnisvollen Gegenstände zu entschlüsseln, die für das Binderitual benötigt werden.
Ich glaube, ich bin ganz nahe dran, einen weiteren Teil des Rituals zu entschlüsseln. Ich hoffe, dass ich einige Fortschritte gemacht habe, bis ihr mit einem Dedra-Artefakt zurückkommt. Ja, was die Artefakte angeht, Hut der Dedra, Tränen des Retters. Ja, dass sie den Dedra nur für jemanden Widerlichen beschwören. Wenn ich ihre Hilfe will, werde ich mich so unansehnlich wie möglich machen müssen. Verderbnis und Bewusstsein. Das Geheimnis des Tals. Kauf ein Haus Brie. Unfreundlicher Mitbewohner. Torunir hat nichts ergeben, da er offensichtlich etwas zu verbergen hat. Sollte ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben? Leavin, ein Messer im Dunkeln. Suchst du. Nun bei neuen Kaiserstadt Yogura. Herr Ravid sagte mir, ich bräuchte einen geringeren Seelenstein, einen Kopfsalat und etwas Garn als Opfergabe. Für Shirgurat. Komm, wir machen das hier mal. Wo ist... Warte mal, haben wir Garn? Einen geringen Seelenstein? Haben wir auf jeden Fall. Haben wir nicht? Wir haben Garn. Jetzt fehlt uns nur Kopfsalat. Gibt's hier Kopfsalat? Zwiebel? Ja, aber kein Kopfsalat. Obwohl, die Rose von Sanguin brauchen wir nicht. Können wir die doch abgeben? Die ist doch in der Priorei. Würde ich das dann abgeben wollen? Oder habe ich sonst noch irgendwie was? Seid gegrüßt, Kreuzritter. Oh, hallo. Was habt ihr zu berichten? Die blutige Rose. Sündeweber, Umarits Schwert, Haut des Retters, Ring der Bürde. Wir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche Kleider. Ist davon eins meiner? Braunes Pferd? Fuchsfarbenes Pferd. Ach, ich darf mich da einfach bedienen. Aber nee, wir reisen nochmal schnell wieder zurück zu Martin, nach Bruma. Und geben ihm dann die Rose ab. Weil die Rose werden wir am allerwenigsten, glaube ich, von dem, was wir jetzt haben, brauchen. Guten Abend, Herr. Erstmal vielleicht der Blut der Dedra. Hä? Herr. Ach, Martin. Der nächste Abschnitt des Mysteriums Xaxis ist ungeheuer schwierig. Ich habe den Rest des Rituals bisher noch nicht entschlüsselt. Hoffentlich macht ihr Fortschritt. Ja, Dedra-Artefakte. Ich werde erst gar nicht fragen, was ihr auf der Suche danach durchgemacht habt. Ich kenne die Verderbtheit der Fürsten von Oblivion nur zu gut. Seid ihr bereit, mir das Artefakt zu geben? Denkt daran. Beim Ritual wird seine physische Form verzehrt. Es wird viele Jahre lang in Tamriel nicht mehr gesehen werden. Ich gebe die Blutrose. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Vor langer Zeit war er einmal mein. Nur kurz. Vor einem halben Leben, so scheint es jetzt. Ihn zu haben und dann aufzugeben. Ich weiß euren Einsatz für unsere Sache wohl zu schätzen. Wie kann ich sonst noch helfen? Ihr solltet mit Joffrey reden. Er braucht eure Hilfe. Ich glaube, in Bruma gibt es Ärger. Ihr habt euch wohl, mein Freund. Der Brumator. Oh, warte mal, Joffrey? Was? Pelagius?
Ich habe gerade von der Gräfin von Druma erfahren, dass sich ein Oblivion-Tor vor der Stadt geöffnet hat. Es scheint, die mythische Morgenröte setzt ihren Angriffsplan auf Druma in Gang. Ihr seid schon einmal mit diesen Toren fertig geworden, und darum möchte ich euch bitten, den Wachen der Gräfin dabei zu helfen, dieses Tor zu schließen. Sobald sie wissen, wie es geht, können sie sich allein um neue Tore kümmern. Wo ist das Tor? Hauptmann Burt wartet vor dem Stadttor von Druma auf euch. Er wird euch das Oblivion-Tor zeigen, auch wenn ich kaum glaube, dass es schwer zu finden wäre. Ich glaube auch nicht, dass es... Ja, ich bin auf dem Weg. Ich glaube auch nicht, dass es schwer zu übersehen ist. Vor allem, das ist dann wahrscheinlich jetzt das große Tor. Ich glaube, die Lage wird langsam ernst. Und wir müssen dann die Tore schließen. Aber jetzt stelle ich mir dann die Frage, wenn die mythische Morgenröte die Tore öffnet, sind die Tore dann wirklich nur in Cyrodiil aufgegangen oder wirklich auch überall anders auf Tamriel? Boah, ich muss mich mit der Lore noch mal mehr befassen. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. So, ich gehe mal außen rum. Der Himmel ist noch nicht rot. Ah, da. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben den Helden von Quatsch hier. Und es war wohl völlig sinnlos, dass wir es das erste Mal ganz allein versucht haben. Wir sind bereit. Gebt den Befehl und wir folgen euch in das Tor, in diese Ausgeburt der Hölle. Haltet ein, ich bin noch nicht bereit. Ja, lasst uns gehen. In Ordnung. Lasst mich kurz mit den Leuten reden. Im Moment sind alle ein wenig nervös. In Ordnung, Jungs. Hört zu, wir müssen das Tor dort drüben schließen. Niemand geht gern dort hinein, aber das ist unsere Aufgabe und genau das werden wir jetzt tun. Wenn nicht, wird Bruma als rauchender Schutthaufen enden, so wie Quatsch. Und das wird hier nicht passieren. Nicht, solange ich der Hauptmann der Wache bin. Boah, Soren, ihr kommt mit mir. Ihr anderen bleibt draußen und tötet alles, was aus diesem Tor herauskommt. Lasst uns diesen Missgeburten zeigen, dass wir hier in Bruma wissen, was eine Harke ist. So weit, so gut. Attacke! Achtung! Ja. Da ist schon... Mehr könnt ihr also nicht? Was ist los? Werdet ihr müde? Oh, ich wurde paralysiert. Okay, dann rein. In die Ebene von Oblivion findet ihr seltene Zutaten. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ich finde es super, dass er auch wieder mitkommt. Ich kümmere mich um den da hinten. Da ist der nächste. Bäh!
Ich glaube, er schafft das nicht alleine. Bruma Wache. Ich hoffe, Burt überlebt das alles zumindest. Okay, er regeneriert. Eure Magie reicht nicht aus. Dieser Ort gefällt mir nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir... Nein, nein, das schaffen wir. Wir müssen das schaffen. Wir haben keine Wahl. Ich freue mich, euch zu sehen. Ansonsten hätten wir keine Chance. Was ist unser nächster Schritt? Folgt mir. Wir folgen euch. Da schon wieder der Nächste. Nicht sterben. Warte mal. Wie ist euer Plan, Herr? Folgt mir. Wir folgen euch. Ich glaube nicht, dass wir das überleben werden. Ja, einer hat... einen haben wir schon verloren. Okay, irgendwas. Da. Da haben wir einen. Hey. Ihr werdet mich nie besiegen. So, ich muss jetzt eben kurz meine Gesundheit aufladen. Was ist mit ihr? Regenerierst du wenigstens, oder? Oder stirbt Burt auf? Aufpassen. Aufpassen. Ich hab. Da ist noch einer. Jetzt ist. Ich glaube, ich muss ein paar Heiltränke zu mir nehmen. Was ist mit dir? Okay, das wird hier gefährlich. Burt, Beeilung. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger los wird, da oben. Achtung. So, einmal vielleicht alles reparieren, was wir jetzt haben. Ich habe so das Gefühl, ich mache jetzt weniger Schaden. Ja. Alter, das war jetzt teuer. Aufpassen. Aufpassen. Oh. Der drei Herz, das nehmen wir mit. Vergeltung der Heuchelei. So. Wo muss ich genau jetzt hin? Die Geralberge. Okay, das ist der Rückweg.
Rein theoretisch. Hier geblieben. Okay, Burt ist... Ich glaube, die werden nicht mehr lange durchhalten hier. Achtung! Wer greift wo an? Okay, Wie ist euer Plan, Herr? Wartet ihr. Wir halten die Stellung, solange wir können. Ah, okay. Wie ist euer Plan, Herr? Folgt mir. Wir folgen euch. Okay, Burt, kann nicht sterben, wenn er einmal sein Leben verloren hat. Ach, da oben. Ja, wie soll der... So. Oh, wir können aufleveln. Achtung. So. Das eine Tor haben wir erreicht. Wir müssen hier raus. Aufpassen. Jetzt ist Schluss. Okay, da kommen wir gerade doch ein bisschen zu viele. So, mal gucken, was die alles haben. Dädraherz. Tremura Claymore. Noch ein Dädraherz. Dädraherzen sammle ich gerne ein. Okay, noch eine Wache hat es nicht überlebt. Herzzerreißende Hallen. Muss ich in die herzzerreißenden Hallen? Herzzerreißende Hallen. Ja, ich glaube schon. Ich speichere nochmal. Okay, mit der hat auch Heilzauber. Aufpassen. So. Unreiner Smaragd nehme ich mal mit. Tremora Kinriebe-Schild. Will ein richtiges Daedra-Schild haben. So, Dorn des Wutes. Haben wir hier Gold, der drauf Zahn. Bäh.
Warte mal, ist er jetzt tot? Ja, super. Er hat's auch nicht geschafft. Gut, dann sind's nur noch wir beide. Okay, jetzt kurz überlegen, wo geht's hier weiter? Tür zur Zitadellenhalle. Nee, das wollte ich nicht. Ah, ich bin momentan im Schweigen gehüllt, okay. Okay, hier sind wir richtig. Nach oben. Ich habe ihn. Ihr werdet mich. So. Was gibt's hier? Auch wieder Gold. Aufpassen, verbeugt. Was passiert eigentlich mit den Daedra, die wir hier getötet haben? Also mit... Hier kommt noch einer. Mit dessen... Ich weiß nicht, haben Dämonen... Oh, Siegelschlüssel. Siegelhüter. Was ist das für eine Tür? Sigillium Sangius. Das ist dann auch wahrscheinlich Sigillium Sangius, oder? Bert und ich haben die Siegelsteinkammer erreicht. Nun müssen wir das Tor schließen. Hier kommt noch einer. Tremora, schwerer Bogen. Daedrischer Zackenpfeil. Von denen ist das aber nicht das, was wir brauchen. Da ist noch einer. Und
Aber die Fallen? Der ist sogar vergiftet. Ich brauche Daedra und nicht Remora. Ah, die nehmen wir beide mit. Haben wir alle Säcke schon geplündert? Okay, Bird. Das ist jetzt ganz wichtig, dass du zuhörst, ja? Hier, das ist ein Siegelstein. Komm hier rüber. Wie ist euer Plan, Herr? Folgt mir. Geht voran. Ich hoffe, dass wir beinahe da sind. Hier, Bird. Wir müssen das Ding berühren, ja? Und zwar so. Ich habe das Tor mit Hauptmann Bird geschlossen. Ich sollte ihn fragen, ob ich ihm noch weiterhelfen kann. I closed the gate with Captain Bird. I should ask him if he needs any more help from me. Deine 2 Gold werde ich in Ehren halten. Auch deine 5 Gold. Und deine 3 Gold. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Nachdem ich nun weiß, was zu tun ist, sollten neue Tore in der Nähe von Bruma kein Problem mehr für mich und meine Männer sein. Freut mich, dass ich helfen konnte. Auf Kosten einiger... Also, einige Verluste mussten wir jetzt beklagen. Aber wenigstens haben wir das geschafft. So, reden wir mal mit Joffrey. Ich glaube, ich mache ab jetzt dann so ein paar Folgen, so nur Daedra-Dinger da schließen. Und ich muss mich definitiv noch irgendwo mal kurz schlafen legen. Das speichern wir definitiv. Wir haben zwar unseren Verehrer verloren, aber... Klingt jetzt ein bisschen böse, aber wir kriegen eh einen neuen. Einen neuen Fan. Oh, diese Musik. Ich liebe es einfach. Die Musik ist jetzt gleich zu Ende. Ich gehe aber mal hier rein. Dann legen wir uns einmal ganz kurz schlafen und verteilen die Punkte. So, eine Stunde. So, wo investieren wir die mal? Hier können wir 3 machen. Hier können wir 3 machen. Dann mache ich hier 2. Dann haben wir das hier voll. So, das dauert jetzt einen Moment. Und speichern das. Wie viel können wir jetzt tragen? 540, okay.
Joffrey! Gute Arbeit. Hauptmann Burt und seine Wachen sollten nun in der Lage sein, neue Tore zu bewältigen. Zumindest bis auf Weiteres. Aber die Brumar-Wache kann die Stadt nicht auf unbestimmte Zeit verteidigen. Die Daedra von Oblivion sind zahllos, die Wachen von Brumar nicht. Wir müssen so viele Verbündete um uns scharen, wie wir können, bevor Brumar hoffnungslos belagert ist. Wenn die mythische Morgenröte es schafft, hier ein großes Tor zu öffnen, braucht die Stadt eine kampfstärkere Garnison, damit überhaupt noch Hoffnung auf eine Verteidigung besteht. Ihr solltet mit den Herrschern der anderen Städte von Cyrodiil reden und auch mit dem Ältestenrat. Bittet sie, Hilfe nach Brumar zu entsenden, bevor es zu spät ist. Okay, wie kann ich sonst noch helfen? Martin hat während eurer Abwesenheit Fortschritte beim Studium des Mysteriums Xarxes gemacht. Ihr solltet mit ihm darüber reden. Okay, Hilfe für Brumar? Brumar kann die Horden aus Oblivion nicht alleine abwehren. Ihr solltet die Regenten der anderen Städte von Cyrodiil bitten, Hilfe zu schicken. Okay. Ihr solltet so bald wie möglich mit den Herrschern von Cyrodiil reden. Die Gefahr, in der Brumar schwebt, wird mit jedem guten Abend, Herr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. So, machen wir mal so. Sieht dann cool aus. Obwohl nicht so ganz. Die Rüstung ist ein bisschen komisch. So gemischt. Naja, aber egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.